So, jetzt hoffe ich, da ist keiner. Ich hoffe, ich laufe jetzt in die richtige Richtung. Ich habe so ein bisschen... Warte. Ich gehe mal... Nee, hier nicht. Kann es sein, dass ich vielleicht mit dem Fahrstuhl fahren muss? Das macht doch alles irgendwie keinen Sinn. Da ist einer. Ich weiß ehrlich gesagt... Nein, der kommt hierher. Der kommt hierher, der kommt hierher, der kommt hierher. Tür zu. Dup, 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 ducken. Mann, nicht, das ist ja... Er geht hoffentlich dran vorbei. Er geht dran vorbei. Wie komme ich denn jetzt an diese Marken? Ich hätte mir vielleicht mal das Ziel durchlesen sollen. Los, verschwinde. Oh, oh. Ich glaube, der guckt gerade irgendwo rein. Ich muss mal kurz gucken. Kann ich mir hier nicht irgendwie die Ziele nochmal anzeigen lassen? Nicht, dass ich jetzt hier gleich schieße. Das ist das. Info. Hauptmission. Toll. Finde den Safe und stiehl die Marken. Wow. Das hätte ich jetzt ja auch nicht gedacht. Der muss hier irgendwo in einem Raum sein. Auf jeden Fall. Nur die große Frage ist, wo? Och nö, jetzt kommt da einer hoch. Scheiße. Okay, wir sehen also, wie sie es merken. Da, da muss ich rein. So. Jetzt muss ich das hier aufschließen. Bolzen bewegen. Ich hoffe, hier kommt keiner rein. So. Tür öffnen. Oh, Alter, das quiekt. Das quiekt ja laut. Da ist der Safe und der blinkt. Oh. Wir müssen ihn noch wieder zumachen. Nicht, dass der Alarm losgeht. Natürlich. Es war doch so klar. Ein bisschen schneller, ich hab gleich. Na, hey, ich brauch Hilfe. Moment. Es war doch irgendwie klar. Das Gebäude ist umstellt. Kommen Sie mit der erhobenen Hände heraus. Wenn Sie sich nicht sofort ergeben, eröffnen wir das Feuer. Das war doch irgendwie klar. So, den haben wir erschossen. Da ist noch irgendwo einer. So. Natürlich. Nimm mal den. Uah! Scheiße, scheiße, scheiße! Muss ich mal kurz abwarten? Nimm mal den Colt. Peng! Boah! Dieser Revolver, der schießt ja richtig schlecht. Wenn man nicht trifft, zumindest. Aber er ist gut. Wirkungsvoll. Oh, warum musste jetzt dieser blöde Alarm losgehen? Ich meine, wir haben doch alles richtig gemacht. Wir müssen erstmal irgendwie runterkommen. Ich nehme jedenfalls nicht die Haupttreppe. Boah, schnell! Nein! Wir sind tot. Scheiße! Sag jetzt nicht, wir müssen... Hier ist der Schlüssel. Und jetzt schnell zum Safe. Och nö, jetzt müssen wir das nochmal machen. Scheiße. Na, immerhin weiß ich jetzt, wo ich hin muss. Oh. Da war einer. Ich habe das ein bisschen spät bemerkt. Los, 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 los. So, diesmal geht's aber schneller. So. Dann wollen wir mal. So. So. Und so. Warum ging eigentlich zum Teufel nochmal der Alarm los? Ich mach vielleicht mal die Tür zu. Ist vielleicht sicherer. So, und jetzt nochmal probieren. Oh.
Es geht natürlich wieder los. Nein! Bam! 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 So, zwei auf einmal. Oh, alle drei. Los! Lauf! Lauf! Hier war doch irgendwo der Ausgang. Ich bin mir da ganz sicher. Wo war die Treppe? Wo war die Treppe? Wow! Scheiße, nachladen! Oh! So, den haben wir auch. Oh, da ist noch einer. Scheiße, nachladen! Egal. Der ist da unten im Treppenaufgang. Irgendwo. Was? Der ist hinter mir? Kann ich den Revolver nicht nehmen? Achso, die haben jetzt alle die Knarren, die ich auch habe. So, wo war denn jetzt hier der Ausgang? Da möchte ich nicht raus. Ich gehe lieber wieder über den Hintereingang raus. So. Erstmal Waffe wegstecken. Ging das nicht irgendwie mal? Wo war denn jetzt hier der Ausgang? Nehmen wir einfach mal den Ausgang hier. Wenn das überhaupt einer ist. Wo zum Geier bin ich denn jetzt hin? Vielleicht hätte ich das hier kaputt machen müssen. Das weiß man ja vorher leider nicht. Huch! Jetzt habe ich da gerade was runtergeschmissen. Wo bin ich hier? Irgendwo im Keller? Ich glaube, ich bin völlig falsch gelaufen. Ach, guck mal an. Warte mal, hätten wir vielleicht probieren müssen, dass wir diesen Alarm ausschalten? Ich glaube, das hätten wir probieren müssen. Warte mal. Vielleicht sollte ich doch jetzt einmal sterben. Weil ich könnte mir vorstellen, dass man den hier unten nämlich ausschalten kann, den Alarm. Und da habe ich nämlich gar nicht dran gedacht. Weil wenn da schon so ein Lämpchen blinkt, muss man vielleicht erstmal gucken als Bankräuber oder wie auch immer, ob man den nicht irgendwie ausschalten kann. Aber soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht eben. Das ist jedenfalls die andere Seite dieser Tür. Das hätte vielleicht geklappt. Aber so weit habe ich jetzt auch nicht nachgedacht. Oh, mal gucken. Da warten sie doch bestimmt auf mich. Oder? Steck weg. So. So, gespeichert ist. Vielleicht sollte ich mal aufpassen, nicht, dass die mich jetzt gleich sehen. Alles ist gut. Jetzt muss ich nur zu meinem Auto und dann geht's los. Ist nichts passiert. Meine Güte, jetzt haben wir eine Bank überfallen.
Oder sowas ähnliches. Jetzt möchte ich mir erstmal mein Auto wieder schnappen und dann fahren, wa? Warum laufen hier zwei Beamte rum? Das dürfte nicht mein Auto sein. Das ist es hier nämlich. So. Natürlich, voll über den Bordstein wieder mal. Und jetzt fahren wir mal weg von hier. Damit wir diese Mission noch endlich mal abschließen. Es wäre jetzt mal schön, wenn hier nicht so viel Verkehr wäre. Ach so, es ist doch sowieso rot. Schneeschieber. Oh, jetzt muss ich tatsächlich so lange warten, bis diese blöde Ampel grün wird, weil sonst gibt es eine Verfolgungsjagd und das wollen wir ja alle nicht. Oh. Meine Güte. Los, werd grün. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Geht doch. Jetzt gebe ich auf Vollgas. Also zumindest so, dass es erlaubt ist. Nö, 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 nö. So, wir haben jetzt also diese Chips. Und ich bin mal gespannt, was wir jetzt kriegen. Ich glaube ja nicht wirklich viel, weil wir den Alarm ja leider ausgelöst haben. Ich wüsste mal gerne, ob wir das auch noch anders hingekriegt hätten, ob wir den Alarm ausschalten hätten können. Aber so weit habe ich leider nicht gedacht. Man denkt ja auch nicht daran, ne? Wir sind halt noch unerfahren in der Hinsicht. Oh. Warum muss jetzt diese blöde Polizei hinter uns herkommen, hä? Los! Gib Gummi! Gib Gummi, verdammt! Mensch! Man kann doch auch mal ein bisschen vorfahren. Man muss doch nicht da... Das ist wahrscheinlich wieder rot, ne? Nein. Whoa. Geht doch. Ah, da ist die Bar wieder. Mal sehen, was die uns jetzt erzählen. Wahrscheinlich total scheiße gemacht und solche Sachen. So, geparkt. Und jetzt gehen wir da rein. Es sieht alles so leer aus. Ist nicht mehr so viel los hier. Gehen wir mal hoch. Guten Abend. Und, wie ist's gelaufen? Leider ziemlich unschön. Konnt's nicht verhindern. Wir hatten eine Abmachung. Weißt du noch? Wenn's Probleme gibt, kriegst du nur ein Drittel der Kohle. Na, dann lass mal sehen. Scheiße. Stimmt was nicht? Das kannst du laut sagen, dass was nicht stimmt. Diese Marken haben nämlich ein Ablaufdatum und das ist zufällig morgen. Und was genau bedeutet das? Das bedeutet, dass sie dann verdammt nochmal wertlos sind. Aber warte mal. Wenn du sie bis Mitternacht an den Tankstellen abgibst, können die sie abstempeln und einlösen. Also klapperst du jetzt fleißig Tankstellen ab bis Schlag 12, sonst schauen wir in die Röhre. Wenn du sie nicht loswirst, gehst du leer aus. Moment, das war nicht abgemacht. Von dem Ablaufdatum war nie die Rede. Tja, ist eben scheiße gelaufen. Wenn du das über die Bühne bringst, hast du was gut bei mir. Na geh schon. Je mehr Marken du loswirst, desto mehr Kohle gibt's. Na prima. Das ist ja mal wieder typisch, ne? Wie spät ist es denn eigentlich? Ach du Scheiße, sind das viele Tankstellen. So. Wo müssen wir denn hin? Wie spät ist es überhaupt? Das weiß ich gar nicht. Da wäre die erste. Da mache ich mir jetzt auch einen Wegpunkt hin. Da hinten wäre die zweite. Oh, wie macht man denn das systematisch? Ach du Scheiße, ich muss durch die ganze Stadt fahren. Das ist doch nicht euer Ernst. Okay, ich nehme erst diese Tankstelle, dann fahre ich zu der da runter, dann fahre ich zu der, dann fahre ich zu der. Dann fahre ich zu der, dann zu der. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, würde ich mal sagen, aber ja. Gut. Da.